Sie haben gesagt in die Politik, naja, das geht ja nur, wenn ich eigentlich direkt zum Kanzler kandidieren kann danach. Ja. Oder beim Eintritt. Ja. Und das geht ja nur bei der FDP. Ja. Deshalb wollen Sie die FDP eintreten. Hatte ich überlegt, dann hat mir Wolfgang Gerhardt... So gefahren. Nein, einen Brief geschrieben, hat mich eingeladen. Dieses Energiebündel, wie wir es alle kennen. Ja, hat mich eingeladen zum Parteitag nach Nürnberg. Oh. Hat mich historisch erregt. Ja, das glaube ich gleich. Ja. Ich habe dann aber in meiner Sendung abgesagt und habe den jungen Zuschauern gesagt, Kids, das gibt es noch nicht lange in der deutschen Unterhaltung, dass man als Moderator sagen kann, ich komme nicht zum Parteitag nach Nürnberg. Ist auch neu. Ja? Das ist haben viele Schüler nicht auf Anhieb nachvollziehen können. Verständlich, bei den Geschichtslehrern. Ja. Und jetzt haben wir Gerhard einfach den Text geschrieben. Meine Autoren haben Gerhard den Text geschrieben am Wochenende, der in der Welt am Sonntag veröffentlicht wurde. Für Möllemann und Lambsdorff und Gerhard. Das war von uns der Text. Das war von Ihnen. Ja, ihr seid halt ein erfolgreiches Team. Ja, klar. Gar keine Frage. Aber für Sie ist die FDP jetzt erledigt. Sie sind doch neuer CDU-Freund, wie ich gelesen habe. Nein, Sie sind auf Angela abgegangen wie die Mutter. Ja, ja. Aber jetzt habe ich, habe ich von einem FDP-Spitzenpolitiker gehört, ich darf den Namen nicht nennen, dass er glaubt, dass der Angie-Faktor sich bis zur nächsten Wahl verleppert hat. Also vorbei. Wie kommt der Westerwelle zu der Ansicht? Nein! Es war nicht Westerwelle. Ich kann den Namen nicht nennen. Mir brennt es auf der. Vielleicht verplappe ich mich doch. Ja. Aber. Und er sagt, er glaubt, dass Herr Stoiber, ich kann das nicht beurteilen, das auch weiß und Angie die nächste Wahl bewusst verlieren lässt, um dann groß rauszukommen, wenn ihn nicht Merz vorher mit allen Zahlen, die er gelernt hat. Also lesen wir in dem nächsten Spiegel-Interview, in dem Harald Schmidt sich wieder über die Lage der Nation auslassen wird, dass er ein ungeheurer Bewunderer von Stoiber ist. Nein, aber denn jetzt haben wir ja gelesen, dass er ein ungeheurer Bewunderer von Merkel ist. Ja, aber das ist der neue. Aber der Stern verblasst schon wieder laut FDP-Aussage. Ja, nein. Also dann kannst du ja nicht mehr das Richtige sagen. Eine gewisse Flexibilität. Ja. Ja. Das heißt, das System als solches funktioniert ja, die Repräsentanten wechseln. So. Ja. Und sie müssen einfach, Edmund Stoiber, ich bin ja ein großer Phoenix-Zuschauer, weil irgendwann kann ich die Gewinne nicht mehr verkraften, die ich auf NTV den ganzen Tag sehe. Ja. Und dann geh ich auf Phoenix. Ja, wir auch nicht, aber wir haben keine Möglichkeit, auf Phoenix zu gehen. Und dann gehe ich auf Phoenix. Und dann sehe ich Edmund Stoiber emotional werden. Warum die Allianz in München sitzt und warum Siemens in München sitzt, das ist auch die bayerische Natur. Ja. Ja? Und dann sage ich, pack was. Ja. Also bin ich Stoiber. Das muss Sie überzeugt haben. Ja, das ist ja sozusagen, also wie gesagt, das ist... Ich bin dann auch lange Zeit vom Computer nicht verstanden. Dann habe ich gehört, wie unser Kanzler immer sagt, Venture Capital, Startup und an alles hinten ran DE. Also ich hätte gern Pilz.de, ja, oder ich nehme noch eine Pizza.com und so. Ja. Also sage ich die jetzt auch und schon kommen Internetzeitschriften und so mir sagen, wir hören, Sie gehen ins Netz. Ja. Wie stellen Sie sich das vor, sage ich, ja, ich glaube, da liegt die Zukunft. Ja. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich sage es halt. Aber mit dem Netz ist man immer schon einkaufen gegangen. Ja. Mit dem Netz ist mal einkaufen gegangen. Mhm. Apropos Netz. Ja. Ist Ihnen eigentlich der Ernst August ins Netz gegangen? Macht ihr da viel? Könnt ihr da viel draus lernen? Ja. Oder mitmachen? Ich sag mal so, bei Ernst August ist bei uns eigentlich Bild schon fast besser als Ernst August. Ja. Weil... Ihr habt keine roten Striche, nicht? Bild hat ja alles nur, du blöde alte Pfff. Du gehörst von der Seite, gepfff. Ja. Ja. Aber bitte jetzt nicht den reinen Text. Nein, ne? Die Herrschaften kennen ja von ihren Jahreshauptversammlungen. Ja. Ja. Und die Welt aus dem Axel Springer Verlag, heute noch einer meiner Arbeitgeber, man weiß ja nie, was die Medienwelt bringt, hat am nächsten Tag den Text komplett abgedruckt. Ja? Und insofern ist aber, ich glaube, diese Begriffe sind mittlerweile so allgemein im Sprachgebrauch. Aber oder? Sie haben ihn zum Liebling des Monats gemacht. Zum zweiten Mal, ja. Zum zweiten Mal. Ja. Und sagen Sie mal, wer ist eigentlich ein Schwein? Einer, der an einen Pavillon pinkelt oder einer, der ihn dabei fotografiert? Ich muss ehrlich gesagen, ich habe noch nicht an Pavillons gepinkelt, aber ich habe zum Beispiel auch schon an Gerichte gepinkelt. Ja. Ja. Es ist, man kommt nachts als... Das ist gravierender, glaube ich. Naja, es ist, also das halte ich für eine gewisse... Das könnte Verfassungsbruch sein. Es könnte auch als volkstümlich gelten. Ernst August? Ja, naja. Das ist doch... Schauen Sie, wenn Sie sagen, ich trage zwar Brioni, aber ich pinkle auch an Gerichte, dann sagen Sie, sehen Sie, das ist Kanzler.de. Ja. Ja. Das ist die Zukunft. So, das ist ja je nachdem, welche Presse Sie gerade haben. Ja? Mhm. Ich sage mal, Gott haben Sie, Franz Josef Strauß, das wären 10% gewesen, einfach volkstümlich bürgernah. Der Prinz hat jetzt halt eine schlechte Presse. Der Schwiegervater will sich das Rauchen aufhören.
die neue Gattin guckt auch nicht glücklich und so, diese ganzen, der eine mit dem Fischhändler und so, die Familie hat es nicht leicht. Sag mal, das Gericht war das Höchste, wo Sie mal hingehen. Oder gab es noch Wasser mehr? Wasser abgeschlagen. Ja. Ja. Auf die kleine Seite gegangen. Ja. Gab es noch mehr? Höhere Institutionen? Moschee? Nein. Oder oh sowas? Gottes Willen. Ja. Nein. Aber türkischer Pavillon? Das ist ja beinahe wie eine Moschee, nicht? Na, das ist, glaube ich, da muss man sehr vorsichtig. Ich meine, nehmen wir mal, wir haben im österreichischen Pavillon gelandet. Da hätten doch alle gesagt, na okay. Ja, aber das ist wie mit der Nationalmannschaft. Bei der Stimmung in Europa. Es ist jetzt wird jeder frech. Das ärgert mich auch Journalisten, die vor zwei Wochen noch gebettelt haben, Matthäus, lass mich den Dreck aus deinen Stollen lecken. Ja? die schreiben jetzt negativ über. Und es ist jetzt sehr einfach gegen Österreich zu sein, ja. Das wird glaube ich, abebben, oder? Aber der Kanzler hat ja einen Brief geschrieben an Matthias. Ja, und morgen wird in meiner Show veröffentlicht, an wen der Kanzler noch geschrieben hat. Aha. Ja, er schreibt ja sehr viel. Ja. Was mich wundert, ist, dass er gesagt hat, er will am Wochenende Bundestrainer machen. Weil, das weiß ich nicht, weil da ist ja Kanzler. Ja? In der Woche ist er Kanzler. Am Wochenende. Und das heißt, noch ein Nebenjob. Ja. Also dieser Brief auf der Titelseite der Welt hat mich unglaublich gewundert. Oder Welt am Sonntag. Ich denke, er hat es zur Chefsache erklärt. Er erklärt doch jetzt alles zur Chefsache. Ja, aber ich glaube, das haben die Berater, wie heißt der eine, das ist auch ein Vorbild von mir, Uwe Carsten Haie. Ja. Das habe ich mal gesehen, wie Uwe Carsten Haie Infomappen auf den Tisch wirft. Diese Sekunde der Verzögerung. Werfen Sie nochmal, Und einfach nochmal, damit man es kommt rein, ich habe es genau gesehen. Darf ich mal aufstehen? Ja. Seid ihr technisch soweit? Ja. Ja. Er kommt rein. Ja. Uwe Carsten Haie. Ja, nicht so hoch. Und dann so. Er hat die Hand so drin, so, ja, guckt in die Runde, hält die Pamphlete über den Tisch und dann macht er so. Ja. Und da liegt die ganze Macht des Ich verkaufe den Gerd. Ja. Das liegt alles da drin. Gerd macht, das ist zwei. Toll. Sie haben das, also wir bleiben mal dabei, das Ende der Spaßgesellschaft kann ja wiederkommen. Ja. Wie ist denn der Harald Schmidt inwendig? Sind Sie, also ich meine, wenn Sie auf Sendung sind und dann ein bisschen davor, ein bisschen danach, ungeheuer spaßig. Und was ist denn dann? Und was ist denn dann? Werden Sie ernst oder werden Sie griesgrämig oder können Sie Ihre Frau zu Tode ärgern, die Kinder durchprügeln? Wie sind Sie privat? Wie ist denn das, wenn... Konservativ. Es geht doch... Also doch prügeln. Also. Nein, aber ich meine, nein, aber ein klares Wertesystem, ja? Was die Gesellschaft schon lange nicht mehr hat. Ja, aber wo eine tiefe Sucht danach besteht, glaube ich zum Beispiel. Ja. Ich glaube, dass das Publikum oder die Masse der Leute Führung wünscht. Ja. So wie Ihre Familie, zum Beispiel. Ja. Die Familie im Kleinen, Kinder brauchen eine klare Ansage. Ja. Aha. Und, hatten Sie die zu Hause? Oder machen Sie eine klare Ansage? Wie, schlagen? So? Nee, Sie sagten so, Kinder brauchen eine klare Ansage. Ja, eine klare Ansage. Aha. Wir hatten das auch. Ich bin ja sehr katholisch aufgewachsen und jeden Sonntag in der Kirche gewesen und so. Bei uns war das irgendwie keine Diskussion. Man färbt sich nicht die Haare als Frau, man schminkt sich nicht die Lippen. Und man wird ländlicher Raum. Man wird in Bayern geboren. Ja, und es gab noch. Nein, in Bayern geboren, in Baden-Württemberg aufgewachsen. Es aber gab zum Beispiel, in Neu-Ulm sind Sie geboren. In Neu-Ulm bin ich geboren, ja. Nicht mit der schönsten Aussicht der Welt, nämlich auf Ulm. Ja. Gut. Und es gab zum Beispiel.